Wir verlassen jetzt das Hotel. Letzten Augenblick zum Hotel Ciao sagen. Ciao. Wir gehen jetzt Richtung Disney Park. Holidays Park. Laserschwert bauen. Again. Und heute kommen wir zum Highlight unserer Ferien, und zwar sind wir im Disney Hollywood Studio und bauen ein Lichtschwert. Natürlich nehmen wir euch durch den ganzen Park mit. Ey, was läufst du einfach? Es ist Stopp. Go. Du darfst nicht laufen. Ey, natürlich, das ist keine Frage. Als erstes gehen wir in den Star Wars Lounge Bay. Es ist jetzt einfach 5 vor 10 und die erste Show beginnt um 10. Wir sind die Ersten, die das schauen. Schaut, wie viele jetzt schon am Anstehen sind. Wir gehen jetzt einfach zu Chewbacca. Chewbacca da Waka. Wir sind einfach die Letzten, die reingekommen sind. Die hat jetzt einfach die Türe hier geschlossen. Hier kann man einfach seine Star Wars Coins vergambeln. Jetzt geht's zu Darth Vader. Jetzt gehen wir zu einfach der Arm von C3PO. Jetzt gehen wir etwas Kleines essen und dann geht's in den Star Wars Ride, in die Achterbahn von Star Wars. Let's go! Es hat gewindet und jetzt hat's ihm den ganzen Puderzucker aufs T-Shirt gewindet. Und jetzt kommt Travis. Oreo! Stabil! Und schon wieder wurden wir gescammt. Das ist einfach nicht mal alles Vanilleglasse. Die sind auch leer, Mann. Wir stehen jetzt hier für die Star Wars Bahn an. Ey, wir bekommen jetzt einfach noch so eine 3D-Brille, eine Star Wars-Brille. Das ist Flex. Flex. Wir haben Lift Nummer 5. Ready? Go. Wir dürfen leider nicht filmen. Wir haben überlebt und jetzt hier Star Wars Shop.
Wie fandest du die Star Wars Bahn? Wir sind einfach abgeführt. Warten. Bruder Jakob, eine Stunde und 20 Minuten. Let's go ride the rollercoaster. Der echte der Star Wars Türen. Led by my friend Finn, has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. A fine-looking group of recruits. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the general. Was passiert jetzt? Black Leader. Yeah, Athena. Black Leader. Tell them the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand- Get out! Das sind die Chefin. Wie krass ist bitte schön das Star Wars? Wir wurden gefangen genommen. Prisoners are secure. Leave us. Yes, General. Enemies of the First Order, you will pay. The Resistance prisoners. Wait, kein. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. They're needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Bro, wir wurden befreit! Who's coming back with an attack? Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lift at the end of the hallway. Turn right. The probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, and go to the prisoner. I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run.
location of the resistance base is secure. Das Anstehen hat sich definitiv gelohnt. Anita Maxwell. Was macht der Brain? Wir laufen jetzt in den Millennium Falcon. Das ist der Eingang vom Millennium Falcon. Einfach selber den Millennium Falcon steuern. Er war Pilot und ich war Shooter. War richtig krass. Jetzt laufen wir hier noch ein bisschen herum und nachher gehen wir zur Laserschwert-Show, also Lichtschwert-Basteln. Ey Leute, diese Auswahl hat man. Entweder kann man das von den Guten nehmen, das von den Bösen und dann sonst noch so zwei Freestyle-Lichtschwerter. Ich glaube, ich entscheide mich für Peace and Justice. Das sind die Bauteile, die man verwenden darf. Wir sind jetzt hier eingecheckt. Was hast du für Laserschwert? Laserschwert. Laserschwert. Das Gute. Und du hast so ein spezielles. Protection. Um unsere Farbe herauszufinden, mussten wir unsere Augen schließen und die Farbe, die am hellsten leuchtete, mussten wir auswählen. Die Farbe hat uns auserwählt. Als erstes konnten wir uns aussuchen, welche Kristallfarbe wir wollen. Wir haben beide grün genommen und dann haben wir die da in die Mitte reingetan. Und was war der zweite Teil? Beim zweiten Teil hat sie uns erklärt, welche Reihenfolge wir die Teile nehmen konnten. Und wir konnten immer von zwei auswählen, was wir wollten, und dann mussten wir das so zusammensetzen. Und jetzt sehen wir hier, haben wir zwei verschiedene Teile und die haben wir in die Mitte rangetan, um den Kristall zu verdecken. Und danach konnten wir uns entscheiden, welche Teile wir unten und welche Teile wir oben wollten. Mein Bruder hat sich das Normale ausgesucht und ich habe mir speziell Protection ausgesucht. Das Erlebnis war sehr cool. Wir empfehlen jedem, das auch zu machen. Ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich. May the Force be with you. Chosen not parts with skill, you are chosen with heart. When joined to the art, much more they will become. For you, it is time. Activate! Zeig mir dein Lichtschwert. Hey,
Glitch. Ui, das sieht richtig krass aus. Oh, oh. Oh, oh. Und bist du zufrieden mit deinem Lichtschwert? Yes. Vielleicht hätte ich blau nehmen sollen, wenn Energie. Wir haben einfach die Indiana Jones Show verpasst, Mann. Aber wir sind noch trotzdem reingekommen, obwohl es schon fast fertig ist. Dort ist er, der Indiana Jones. Mann, komm nicht raus, Bro, what? So sieht jemand aus, der versucht zu trinken, Bro. Beste Leben. Beste Getränk. Vertraut mir, wenn ihr hier seid, nimm den BB-8. Pippi. Wir haben alle drei Sorten gemischt. Cola, Blue Raspberry und was war das dritte? Slushy. Tschüss. Cola, Lime und Raspberry. Lime war es noch. Leute, vorher war hier alles voll und jetzt ist einfach alles leer. Ey, es hat uns so gut gefallen. Wir gehen jetzt nochmal auf die Star Wars Bahn. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Und vorhin hatte einfach eine Dame Nike Dunks, was für Caritos, Ben & Jerry Dunks an und das StockX Badge war einfach noch am Schuh dran. Dass man nicht denkt, dass es fake ist. Er hatte einfach so blaue UNC Jordan 1s mit einem blauen Shirt. Er hat auch auf Kombination geachtet. Yes, sir. Und jetzt sind wir hier beim Falken. Und es regnet wieder mal. Und vorher kam so ein kleiner Junge zu uns und fragt einfach, can I have a lightsaber? Er war so klein, er kam einfach so zu uns und fragte so, I have a question. Also wir laufen jetzt zum Ausgang, weil es jetzt schon 9 Uhr ist. Um 9 Uhr schließt es eben. Und um 9 Uhr schließt das Disneyland. Und es regnet. Und es regnet. Und alle sprinten wie kleine Kids. Ey, die Leute, die hier schon Shows machen, diese Leute, die hier arbeiten, die machen das richtig ernst. Die machen das so richtig schauspielerisch. Die schauspielen richtig. Yes. Die haben alles so ernst genommen. So bei Star Wars. Die haben komplett so Chef getan. Eins auf Chef, oder? Yes. Die waren richtig streng, aber die haben das nur gespielt. Du hast jetzt das letzte Wort. Yippie! So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Auto. Zum Hotel. Und nehmen wir sie mit oder nehmen wir sie nicht mit? Wir nehmen euch mit. Und das sind wir beim Hotel. So sieht unser Hotel aus. Hier kann man einfach mit dem Auto durchfahren. So sieht der Haupteingang aus und die Roomtour zeigen wir euch gleich. Und wir haben wieder ein Gym im Hotel, aber wir benutzen es eh nicht. Nur so nebenbei. So sieht der Gang aus, schön mit Teppich. Welche Nummer haben wir? 703. Jawohl, gehen wir mal suchen. Hier um die Ecke. Wir sind gefühlt ganz hinten. Links oder rechts? Rechts! Hier ist 703.
wir haben einfach eine Meisterküche. Schaut doch mal diese große Küche an. Dann haben wir hier einen Tisch, ein Sofa, ein Fernseher und hier den Schlafbereich. Und hier das Badezimmer und eine Dusche. Hey, wieso gehen diese Schränke nicht auf? Come on. Und hier ist noch ein Schrank. Und hier ein Spiegel. Hier kann man in den Spiegel schauen. Gute Nacht, tschüss. Der Michel wünscht am Matt eine gute Besserung und hofft, dass sie bald wieder skateboarden können. Gute Besserung. Und somit war es das mit dem heutigen Video. Was dürfen Sie nicht vergessen? Macht das mit dem Abo-Button. Und liken. Bis dann. Tschüss. Nein, ich habe nicht getroffen. Tschüss. Hey Leute, heute war ein super Tag. Somit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. By the way, wir sind jetzt nicht mehr in ein Restaurant gegangen, weil es schon richtig spät ist. Aber wir kochen uns jetzt hier feine Teigwaren mit Tomatensauce. Wo ist das heiß? Somit tschüss! Hallo!